Damit wieder ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Outlast. In der letzten Folge haben wir hier ein paar Sachen gefunden, Sicherung, pipapo. Falls ihr das verpasst habt, schaut euch die letzte Folge nochmal an. Und ich bin ein bisschen überfordert, weil wir haben ja hier die Sicherung gesammelt, haben hier den Jolly hier aufgemacht, da war ja ein Schlüssel. Und der ist runtergefallen. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Weil... Wir sind zwar, also meine Theorie war ja, oder ist ja immer noch, dass wir hier irgendwie runter müssen, um denjenigen zu bekommen. Also, da lang ging es nicht, da sind wir hin. Also hier ging es ja auch nicht weiter. Ne? Genau. Und wir wollten eigentlich, war so mein Gedanke, dass wir hier irgendwie... runter müssen. So, dass wir den hier irgendwo finden. Den Dude. Der jetzt da runtergefallen ist mit dem Schlüssel. Von hier sind wir in der letzten Folge gekommen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, genau. Und ich glaube, dass wir den Schlüssel brauchen für diesen Eingang hier. Für dieses Treppenhaus. Glaube ich. Wissen tue ich es nicht. So, dementsprechend gehen wir jetzt mal hier wieder nach unten. Wo wir ja letzte Folge leider Gottes dann gestorben sind. Jetzt gucken wir mal, ob wir... Ja, der Dude ist immer noch da. Ja, gut. Also hier gibt es nichts. Hier gab es nur dieses eine Dokument zu finden und das war's. Das heißt hier, meine Theorie mit hier nach unten im Keller... Da wirst du was finden, ist damit hinfällig. So, einen Moment, ganz kurz. Da ist er wieder. Genau, zurück zum Spiel. Ich bin völlig überfordert, mal wieder, weil ich keinen Schimmer habe, wo ich hin muss. Weil wir sind von hier unten gekommen. Wir sollten jetzt da oben die Sicherung machen. Warum auch immer. Warte, wir können ja nochmal kurz gucken. Benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Marlin zu gelangen. Wow. Diese Geschichte hat sich also nicht aktualisiert. Und ich bin doch jetzt hier gewesen. So, jetzt springen wir wieder hoch. So. Kann ich denn irgendwas... Oberen Stockwerke, kann ich hier irgendwie rein? Vielleicht war das der Schlüssel. Für diesen für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Und diesen Schlüssel haben wir anscheinend ja gerade vorhin gefunden. Der uns dann irgendwie abhanden gekommen ist. Also der ist ja dann irgendwie runtergefallen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. So, dann gehen wir hier durch. Genau. So. Oder ist der Schlüssel währenddessen hier runtergefallen? Also so durchgefallen. Nee, ist er nicht. Wie komme ich denn jetzt da ran? Kann ich da irgendwie so Duck-Jump machen? So, wir haben hier die drei Sicherungen. Da war der Schlüssel. So, jetzt ist der Schlüssel weg. Hier lang bin ich schon. Da lang bin ich auch schon. Aber dann gehen wir halt hier nochmal lang. Aber bin ich auch da lang gelaufen? Ja. Genau, hier ist nämlich Sackgasse. So, ich bin verwirrt. So, hier geht's nicht weiter. Ich mach mal ganz kurz nochmal einen Batteriewechsel. Und da war die Tür. So, hier ist der Dude. Der hier ist... Ist das ein Warning? Hier hat doch gerade jemand gesprochen. Kann ich auch nichts machen. Okay. So, hier haben wir dieses, genau, Pray for Revolution. Hier haben wir den Typen mit der Axt drin. Da hinten hatten wir einen Dude, der uns entgegengekommen ist. Da haben wir uns dann versteckt. Richtig? Richtig. Wird der Timer zurückgesetzt. So, weil der Dude ist jetzt da hinten lang gerannt. Ich weiß zwar nicht warum.
Invite the War Rider. Okay, hier haben wir das. So, jetzt machen wir mal aus Sicherheitsgründen einfach just for the case. Just for the loons. So schön wie es heißt. Machen wir jetzt erstmal die Tür zu. Damit wir uns das hier mal ganz in Ruhe angucken können. So, Invite the War Rider. Hatten wir schon in der letzten Folge. Nice Adriser. Aber kein Schlüssel. So. Hier hatten wir Batterien, Batterien und das war's. So. Hier war nämlich auch keine Sicherung. Aber hätte ich jetzt irgendwie was anderes machen können? Bin ich jetzt lost? Also, ich gucke jetzt gerne nochmal da hinten nach, wo jetzt der Typ blank gerannt ist. Ich bin jetzt einfach so cocky. Ja, jetzt Fresse. So, machen wir hier auf hier. Guck mal hier. Hier haben wir nämlich den Typen. Der ist auch geil auf uns. Oh, hier ist noch eine Batterie. Nice. Die sind doch alle geil auf uns, oder nicht? Also der Typ auf jeden Fall, der gerade reingekommen ist. Der sucht jetzt nämlich. Der sucht mich jetzt nämlich. Und wird mich nicht finden. So, jetzt haben wir doch aber alles hier, oder? Nicht blöd. So, hier können wir nicht hin. Hier können wir auch nicht hin. Wir könnten maximal noch hier hin. So, hier gibt's auch nichts. So, hier kann ich nicht hin. Aber dann bin ich auf der anderen Seite. So, da drüben haben wir den... ja, den Typen, der einfach mal so kopfüber hängt. Ne? Drive in the nails. So, hier hatten wir dann gesagt, okay, machen zu. Und wir klatschen das Ding jetzt hier nach vorne. Einfach aus Safety Grounds. So. Jetzt sind wir hier. Nice. Und nicht so nice. Können wir irgendwas mit ihm hier machen? Nö. Drive in the nails. Was will uns... Was? Okay, der ist am Kreuz angenagelt. Gibt's denn hier sonst noch? Ja, ich kann mich hier verstecken. Aber hier gibt's doch sonst nichts weiter zu machen. Kann ich irgendwo runterspringen? Nein. Kann ich irgendwo was aufstemmen? Auch nicht. Es tut mir echt leid in der heutigen Folge, dass ich so planlos bin. Also war ja schon in der letzten Folge irgendwie so. Aber hätte ich irgendwas mit dem Schlüssel... Hätte ich, wo ich die Sicherung reingemacht habe und den Knopf gedrückt habe. Hätte ich da irgendwie ganz schnell Viereck drücken müssen, damit ich den Schlüssel bekomme? Weil hier ist ja auch nichts. Ich kann hier nichts drücken. Ich kann nichts machen. So, von da bin ich gekommen. Also da komme ich jetzt gleich wieder raus. Hier nichts. Nichts? Ich hab keinen Plan. Ich bin komplett planlos. Also von hier bin ich gekommen. Ne? Das wissen wir ja. So. Hier kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Hier ist so ein Loch. Kann ich hier irgendwie... Achso, hier stand der Typ, wa? Hier stand Vater Martin. Dass der auch nicht stehen bleiben kann, der Typ, Alter. Das ist so ein Dullibert.
Kann ich denn jetzt hier irgendwas machen? Nee. So, hier kann ich nichts machen, weil da heißt es, ich brauche einen Schlüssel. Da stand ich gerade. So, hier gibt es noch diesen wunderschönen Pfeil nach oben. Awesome. Also ich laufe jetzt nochmal zurück. Sterben. Okay, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Wir haben doch die Sicherung so. Das ist doch alles. Kann ich hier irgendwas? Nö. Ich irgendwas übersehen? Auch nicht. Okay, jetzt gehen wir nochmal kurz zurück. Ich probiere es jetzt nochmal andersrum aus. So, hier waren wir. So, da waren wir gerade eben schon gewesen. Dann sind wir hier runtergefallen und gestorben. Mach hier die Tür auf. So, jetzt kann ich hier hinspringen. So, hier war der Sicherheitstyp, der Security Man. Hier ging es runter zu dem Dulli. Hier war nichts weiter. Richtig, richtig. Hier ist nämlich nur der Sicherheitsmann. Genau. Hier ist die Tür, die wir nicht öffnen können, um eigentlich rauszukommen. Weil wir müssen ja auch nach oben. Und nicht hier irgendwie... Hier komme ich auch nicht hoch. Tritra Trullala. Laundry Room. Lol, ist der hier reingefallen? Der Typ. Ja! Jetzt haben wir es, okay. So, jetzt kann ich nämlich mit dem wiederum nach oben. Ja, emanzipiert, Alter. Okay, jetzt. Halt's Maul. Bin ich gelandet? Bin ich jetzt hier nicht richtig abgesprungen, oder what? Geht doch. So, jetzt kann ich nämlich hier hoch. Und kann diese Dreckstür endlich aufmachen. Richtig? Geht doch, ey. So, mach die auf hier. Nice. So, dann muss ich jetzt hier wieder rüberspringen, bevor ich jetzt dann da wieder sterbe. Follow the blood. Folge dem Blut. Ja, folge der Blutspur. Euer Ernst? Was ist denn dieser Pfarrer Martin, ey? Kann ich hier lang? Nope. Okay, wir folgen mal der Blutspur. Jetzt aber hier lang. Oh nee. Wir gucken mal ganz kurz nochmal hier rein. Warum hat der eigentlich einen Walkie-Talkie dabei gehabt? Egal. Du hattest mich nach dem Hallo. Immer wieder der Wendler. Achso. Das heißt, ich muss jetzt hier da und dann darüber. Was ist denn, wenn ich jetzt da das nicht schaffe? So, das heißt... Okay. Das sieht mir aber wieder nach... ein wenig... Hahaha. Okay, hat er mir jetzt gerade den Weg gezeigt? Habe ich das gerade richtig gesehen? Und war dieser Geist
quasi der Wallrider? Möchte er mich eventuell einfach nur beschützen? Vielleicht? Also, er ist trotzdem verdammt unheimlich, mal davon abgesehen, also. Aber anscheinend ist er vielleicht uns wohlgesonnen. Hoffe ich. Okay, hier ist erstmal ein dicker, fetter, großer Raum. Ich muss auch gestehen, ich habe lange nichts mehr von dem etwas größeren, dickeren, sowie von den beiden Brüdern, länger nichts gehört und gesehen. Dafür diesem Geist. Ich bin jetzt immer überlegen, soll ich ihm folgen? Also, ist das wirklich... Ist das wirklich... sinnvoll? Und warum habe ich so eine Probleme mit meiner PlayStation hier, dass die hier so abkackt? Okay, da ist ein Typ. Hallo? Hallo? Da ist ein blutiger Pfeil. Okay, okay, okay. Wie geht's immer weiter? Ne, okay, warte mal, wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Weil der Geist. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Geist. Ist ja in die Richtung abgehauen. Und ich habe irgendwie. Hier ist ja auch ein Pfeil, scheiße. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Geist uns wohlgesonnen ist. Lügen. Wir haben eine neue Notiz. Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sind die Lügen, von denen er spricht, die fehlenden Akten aus diesen Kisten, die Fakten, die Unterlagen? Sieht nach Regierungsdokumenten aus, mindestens 30 Jahre alt, wahrscheinlich sogar älter. Ich muss ein MKUltra CIA denken. Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Okay. Gibt's denn hier noch sowas wie Batterie? Kann ich da vorne hin? Nein. Okay, der Geist ist hier lang. Ich frag mich jetzt wirklich... Ich frag mich jetzt wirklich, ob der einfach nur das Beste von uns will. Okay, hier dürfte jetzt gleich der Dude wieder sein, richtig? Genau. Okay, das heißt, wir sind im Kreis gelaufen. Beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Wir wechseln jetzt mal kurz die Battery wieder. Ja, moin! Und auf Wiedersehen! Gerade eben reden wir darüber, da sind die Twinnies. Ne, da kann ich nicht hin. Wo kann ich mich verstecken? Wo kann ich mich verstecken? Hat die Tür zu. Kann hier die Tür zu? Okay, 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 okay. Also, wir haben den Schlüssel gefunden. Yay! Wir haben zweimal diesen Geist gesehen. Ich gehe davon aus, es ist der Warrider, der uns eigentlich vielleicht beschützen möchte. Und wir haben die Brüder gefunden. Hey! Ich hoffe, ihr hattet heute mal wieder sehr viel Spaß bei der Folge. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Outlast.
Und seht zu, was nächste Folge dann eventuell passiert. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen.